gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude, da wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch, in dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern, lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten, anstarren, physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, hm? Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs auf der PlayStation 4 mit eurem Kolani. Tut mir leid, dass ich in der letzten Folge so einen kleinen Cut während des Gesprächs gemacht habe. Aber ihr wisst ja, wie YouTube ist. Die wollen immer nicht, dass man länger als 15 Minuten aufnimmt, jedenfalls bei mir. Und das noch knapp anderthalb Monate. Deswegen müssen wir da leider momentan noch mit klarkommen. Aber ich denke, das sollten wir irgendwie schon überstehen. Wir müssen jetzt also in die CTOS-Chefsbüros einbrechen. Mit Clara an unserer Seite, alias Bad Boy 17. Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. So, da wollen wir uns nochmal. Hacken wir erstmal die Kamera. Und schauen uns hier ein bisschen um. Hey, das ist geil, Alter. So ein geiler Chat. Alter, Mann, das sind ja jede Menge Idioten. Das ist gar nicht geil. Wir müssen uns ja wieder jetzt hier durchtanken. Auskundschaften par excellence. Was haben wir hier? Alter Vater, das ist ja jede Menge. Hier sind ja jede Menge Idioten drin. Das kann nicht sein. Das Ding ist doch so. Nein, zu früh. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier irgendwo diesen ersten komischen Typen ausschalten können. Oh, oh, Alter. Die sehen mich ja alle. Huiuiuiui. Das ist jetzt wirklich interessant, wie wir das hinkriegen.
Okay, warte mal, die eine blöde Geburt kommt hier raus, ne? So. Nein. Oh oh. Ja, die. Haben auf jeden Fall irgendjemanden gehört und ich glaube, das war ich. Alter Vater, nein, 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 nein. Ja, warte mal. Alter, ohne Witz, ja. Schaut euch mal an, die sind alle hier vorne. So. Ist da was, da müssen wir es halt jetzt so machen. Mann, ey, das ist doch richtig dumm. Identifiziere mich ganz bestimmt nicht, Alter. Komm da her. Weißt du, ich werde mich daher bewegen. Da kannst du Gift hoffen, das werde ich nicht tun. Komm her, hier. Nächste Person erledigt, da kommt der nächste. Na komm, beeilt euch. Ja, sucht ihr mal woanders weiter. Mann, weißt du was, Alter? Komm, Fahrrecke doch, ey. Ich weiß nicht, ob wir das extra jetzt wirklich so sneaky machen mussten, aber ich glaube, da wäre sowieso keiner hingekommen. Ja, was soll's. So, Zugang gesperrt, lokalisieren und hacken. Gut. Das kennen wir ja schon. Wiegen. Und die Tür ist offen. Ja, hier unsere Piste. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, oh nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich.
Lokalisieren Sie die Wache mit dem Zugangscode. Oh oh, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist nicht gut! Okay, ganz ruhig. Das muss man noch abschalten können. Denk da, Mann. Oh, scheiße. Alter, das war nicht gut, was wir hier gerade getan haben. Alter! Mongo, ey. Alter. Oh nein. Ich glaube, das könnte ein ganz böses Ende für uns nehmen. Der fällt uns in die Seite. Ach du Kacke, ja. Verstärkung wurde gerufen. Ja, sicher. Richtig geil. Scheiße, so sneaky machen können. Es ist vorbei, Penner. Es ist lange nicht vorbei. Es ist erst vorbei, wenn ich sage, es ist vorbei. Oh. Ohne Witz, ey, ich schieße sogar schlechter als ein COD. Aua, 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 ey, wo bist du? Hilfe! Ach, da hinten um die Ecke hockt er. Headshot. Alter, was? Und da sind wir gestorben. Scheiße! Naja, egal. Müssen wir also doch nicht mit der Rambo-Variante diese wunderschöne Sache durchdrücken, sondern müssen das irgendwie auf eine sneakige Weise machen. Jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal gucken, wie ich diesen blöden, wie ich mich hinsetzen kann. Wo haben wir diesen komischen Punkt? Da in Deckung gehen. Ah, scheiße. Gut, ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf, weil ich immer noch in COD-Manier bin. Gut, würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine kleine Pause. Machen wir dann morgen hier weiter, weil wenn wir jetzt hier anfangen, müsste ich sowieso mitten in der Mission dann abbrechen. Also ich hoffe, es hat euch einen Vorgeschmack darauf gemacht, was wir morgen erleben werden. Mit einem Raum voller Beamten, Hecken. Hoffe, ihr freut euch drauf. Bis morgen dann, euer Kulani mit Watch Dogs auf der PlayStation 4.